Ab Mittwoch kehrt die FFP2-Maskenpflicht unter anderem im Supermarkt sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. Was sagen Vorarlberger dazu? Wir hören es jetzt einmal um. Durch die Maskenpflicht hat es weniger Grippeinfizierte gegeben, aber das ist vielleicht auch nicht schlecht. Ein bisschen Abstand halten, machen wir eh, warum nicht? FFP2-Maske oder Stoffmaske, was finden Sie besser? Ja, und die FFP2-Maske, wenn ich mich inzwischen gewöhnt. Kann leben damit, wenn ich sie brauche. Wenn ich in den Wald gehe, brauche ich sie nicht. Was ein bisschen blöd ist, es ist zu wenig Information. Ich war jetzt gerade heute im Geschäft und da hat die Mitarbeiterin überhaupt nicht, also sie hat gewusst, dass morgen Maskenpflicht ist, aber das Ganze noch nicht so. Also die Information fehlt, da sollte wesentlich mehr sein. Aber generell? Generell finde ich es gut, vor allem im Bus und Zug sollte es unbedingt bleiben. Also das sollte man gerne nicht aufhören, weil einfach zu viel sind schon von den Schülern jetzt wieder. Und ja, Molly findet es gut, weil gerade wenn man im Messepark geht, momentan nur im Interspar, und dann rennen die Leute hin und haben doch keine Maske auf, weil es in anderen Geschäften nicht so ist. Und darum finde ich, das sollte man einheitlich machen. Also nicht nur in Lebensmittelgeschäften, sondern gerade in so einem Einkaufszentrum sollte es generell komplett in jedem sein. Also werde ich schon dafür. Ich finde es ein bisschen blöd, weil ich arbeite im Handel. Also ich weiß jetzt nicht, ob das auch für den Handel gilt, aber es ist ziemlich anstrengend. Nicht nur für die Konsumenten quasi, sondern auch für die quasi Eingestellten, weil es ist für die ziemlich anstrengend, 8 Stunden lang mit der Maske zu arbeiten. Aber ja, was soll man machen, wenn es um die Gesundheit geht? Kann man halt nicht viel dagegen unternehmen. Aber ja. Ich halte ganz persönlich von der ganzen Corona-Geschichte gar nichts, aber jeder muss das selber wissen, was er tut. Aber an und für sich, jetzt wo die vielen Leute aus dem Ausland zurückgekommen sind, tropische Viren oder alles mit sich bringt, würde ich sogar sagen, dass gar nicht mehr so verkehrt ist. Also ich habe kein Problem damit, ich habe mich mittlerweile komplett dran gewohnt. Und ja, das ist eigentlich meine Meinung dazu. Also ich meine, so wie die Lage momentan ist, ist es sehr wahrscheinlich gut, wenn man das wieder einführt. Das kommt immer darauf an, wie es ist, oder? Ich meine, jetzt haben wir eine Weile lange Ruhe, jetzt machen wir es halt wieder. Das bringt ja nichts. Ich meine, sonst müssten sich einfach viel mehr Leute impfen lassen. Und das ist das Problem eigentlich, oder? Obwohl man ja die wieder das Stil drehen, oder? Und sagen, die geimpft sind, sind schuld, dass sie, oder? Ich meine, aber man kann ja immer alles auslegen, wie man will. Also ich bin schon dafür, wenn die Lage so ist, wie sie jetzt ist.